Perfect. Good golf. And my idea is golf. Yeah, my idea is to say good golf. Es hat was von Glasplatte, oder? Absolut. Es rennt und rennt das und rennt. So, Hot Song. Now, just for you, okay? Smash that. Smash that. Sau stark. Ausgeholt. Da sind die Stefans, wenn man sie braucht. Nach so einem Prime lohnt sich hier das Angeln. Ich habe 10 Euro hier rausgefischt. Der Stefan hat einen Touch, du Lecco mio. Ach, ist das kompliziert, diese Zählweise, Stefan, nicht? Wie spiele ich denn den? Voll Matsch. Gutes Learning für mich, ich nehme jetzt das 3 Holz und jetzt zeige ich es. Hotongi. Hotong ist mein Caddy. Wait, watch out. Yeah. Go, go. Good Golf aus Eichenried, hier im Norden Münchens. Hier sind die BMW International Open und ich bin immer noch total sprachlos, war schon dreimal auf der Toilette und freue mich total, dass ich heute hier das Pro-Am mitspielen darf. Ich kann es immer noch gar nicht fassen. Ich spiele mit Hurtang Lee im Flight. Der hat das Turnier letztes Jahr gewonnen. Zuallererst gehen wir jetzt aber mal in den Callaway Truck, weil der ist heute hier. Ihr wisst, ich arbeite ja seit diesem Jahr mit Callaway zusammen. Vielen Dank auch an dieser Stelle. Ich habe bei dem Driver noch ein bisschen das Problem, dass der Griff ein bisschen dünn ist. Und jetzt schauen wir mal, ob die Jungs den da drin ändern. Ihr könnt kommentieren, ein Abo da lassen und dann heute toi 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 fürs Pro-Am. Good Golf. So, also jetzt sind wir im Tour-Truck, den zeigen wir euch gleich nochmal, aber zuallererst müssen wir kurz einmal Pablo zeigen. Pablo. Good Golf. Good Golf, das hat er schon gelernt. Pablo, happy to have you here in Munich. Do you enjoy it? Thanks for having me, yeah. It's great. Welcome to the Callaway Truck. It's amazing, isn't it? What's your goal for this tournament this year? My goal for the tournament, you know, to keep having fun. This golf course gave me a lot of success in the past, so my goal will be to take the trophy back home. Pablo, if you win, do me a favor in the end. In the winner interview, say good golf. Okay? If you win. If you win. We're gonna do our okay, best. Okay, perfect. Good golf. I keep my fingers crossed for you, Pablo. Thank you very much. Thank you very much. So, und jetzt zeige ich euch den Callaway Tour Truck und das ist wirklich faszinierend. Ich habe Gänsehaut. Schaut mal. Jetzt muss ich mich hier nochmal suchen. Also eben habt ihr gesehen, Pablo Larrazabal. Er sagt das natürlich selbst viel schöner. Und schaut mal, was ich hier habe. Ich habe eine eigene Box neben all diesen tollen Spielern. Ich fühle mich voll dazugehörig. So, und jetzt gehen wir zu Paul. Paul, nice to meet you. Hi, I'm fine, how are you? Good. You like Munich? Love Munich. You love Munich. Is it your first time here? No, I've been here 20 plus times. Okay. But you travel around the whole year with the truck? Yes. Wow. How many days are you at home? Oh, I don't know, not very many. Not many, okay. It's a count. Okay, and what are you guys doing here? Yeah, basically what we do on events like this from week to week is almost like a custom fitting day. So we customize their equipment to match this golf course. Mm-hmm. So that might be adjusting woods for certain shots or long irons or wedges or hybrids, depending on the rough. And during the tournaments, you have the stuff the players are working with all in this truck? Yes. You have everything with you? Yeah, everything. Okay, so if clubs get lost, we can build them from scratch again. Or our clubs are getting lost, seriously? Sometimes, yes. Really? Yeah. Did the players forget it next to the green? Or no, when they fly in with them sometimes, the club, you know, on an airline, they might lose them. Paul, look, my driver grip is a bit thin. Okay. So I think it's not mid-size. I need mid-size. Mid-size, yeah, we can do that. Perfect. So, yeah. That's the one I'm usually playing with. And what about you? Do you play golf as well? Yes. Yeah, what's your handicap? One. One. Oh, that's great. And how often do you play? Do you have the ability to play? As much as I can, yeah. Mm-hmm. And I try and hit balls at sort of Thursday afternoon after work and then Friday, Saturday, Sunday. The best course you ever played? Probably Queenwood. Queenwood in? That's in London. Just outside London, near Wentworth. Yeah. So, what are you doing now? Heat it up, actually. Uh-huh. Did you learn it or how does it work? Doing this for over 20 years now, so learning from your mistakes. Yeah. So you remove everything. No, just put the new tape back on. Uh-huh. There's a special fluid that reacts with the tape, so the grip firm. Yeah. But you collect the fluid underneath? Itself, recycle it, okay, see. I love the smell, by the way. I could smell it the whole day. But can I play with it in the next hour or? Yeah, about 15 minutes. 15 minutes. Yes. Great, Paul. Thank you very much for your time. All the best. And you. Ja, und so sieht's also in dem Callaway Tour Truck aus. Und ich habe jetzt endlich meinen richtigen Driver Griff. Jetzt kann's losgehen. Paul, thank you very much. Take care. Bye bye. Jetzt sind wir in der 1, das ist ja mein Hassloch zum Anfang. Die B1 ist die 10. Mein zweites Mikrofon habe ich übrigens Stefan gegeben. Hi. Stefan Rogge. Genau. Callaway bist du, ne? Stimmt.
Dich darf ich ein bisschen ausquetschen. Und ja, wenn du möchtest. Was nimmst du dir vor für heute? Spaß zu haben. Mit dir mitzuhalten, ein bisschen Paroli bieten, eine Erfahrung fürs Leben zu genießen. Was spielst du für ein Handicap? Ich habe ein 12er Handicap. Ob ich das spiele, weiß ich nicht, weil ich nicht so der fleißige Übungsweltmeister bin. Aber ich bin auf jeden Fall jemand, der das Golf genießt. Also es ist echt ein unfassbar tolles Erlebnis hier in Eichenried. Eben war ich ja auf dem Grün. So ein Get-Together, da wurde nochmal alles erklärt. Also ich kann den Modus auch mal kurz erklären. Pro schlägt seinen Ball ab und wir schlagen alle unseren 3 Drives ab oder Bälle ab. Und dann wird der beste Ball weitergespielt. Der Pro spielt immer seinen Ball, aber wir spielen dann da, wo der beste liegt, weiter. Dann wird zu Ende gespielt und am Ende die Wertung geht immer nur... Beste Nettoergebnis von uns Amateurteam und das Ergebnis des Pros. So habe ich es, glaube ich, verstanden. So nämlich. Irgendwie. Stefan hat aufgepasst. Hast du schon gelernt, ne? Vom Spiel, gut Golf? Gut Golf. Und Daumen drücken. Sebastian. Stefan. Congrats, by the way, for winning last year. Also richtig spannend. Hao Tong, die hat gerade ein altes Tee von hier genommen. Goodbye. Er fragt jetzt gerade nach der Flagge und es sind 186 und ich glaube, es ist die Eisen 7. Sehr gut. Schön, Stefan. Da muss ich eigentlich einen Flopshot spielen. Yes! Hey Leute, Felix Wartenberg übrigens. Muss ich euch noch vorstellen, mit Felix spiele ich auch ganz bald. Mal, du musst hier reinsprechen. Ich hole ich dich so nah ran. Unfassbar guter Golfer. Fest eingeplant habe ich Felix, aber er noch nicht mich. Deswegen, daran arbeite ich noch. Er soll ihn spielen wie 2,20. Also zu vorne sind es 2,8, aber wegen Wind, also 12 Meter drauf. Der ist im Wasser. Gutes Learning für mich. Ich nehme jetzt das 3er Holz und jetzt zeige ich es, Hao Tong Li. Geht auch in Wind hoch. Doch. Go. Yes. Wie spiele ich denn den? Voll Matsch. Ja, greener regulation. Der ist halt wieder bombastisch. Und komm rein. Ich glaube, jetzt spielen wir meinen. Der war ganz schön weit. Spielen wir meinen jetzt? Ach, ist das kompliziert, diese Zählweise, Stefan, nicht? Ich habe dich gefragt, ob der Weg auf der Baumweg ist. Habe ich ja gesagt, ja. Also gehen wir wieder zurück, oder nicht? Jetzt gehen wir doch wieder zurück. Und Hao Tong hat es uns gesagt. Er hat es uns gesagt. Egal, wir halten ja niemanden auf. Ach Gott. Also meine Soufflöse hat gesagt, diese Lagen, alle Patten. Echt? Auch aus dem... Was sagst du mir jetzt? Ja, sagst du jetzt. Ja. Ist noch früh genug, wir haben noch 14 Löcher to go. So, Hao Tong, what's your goal for this year? Win again? Yeah. Why not? Struggling a little bit. Yeah. Just work with my... Went back with my old coach now. Uh-huh. Work on some stuff. What is stuff you're working on? Well, I just take my club too far inside and kind of turn the downswing too stuck. Wait, that's weg. Thank you. Yes, finally. Was machst du bei Callaway? Ich betreue seit 25 Jahren Zentraleuropa und habe ursprünglich mal als klassischer Außendienstmitarbeiter angefangen. Ja, und dann haben die irgendwie gemerkt, dass ich Talente habe, die andere nicht so haben, nämlich das Quatschen for People. Und dann habe ich das ganze Product Training übernommen und mache heute zum Jahresstart eigentlich immer die Einführung der neuen Produkte, wo wir die ganzen Pros und Verkäufer und eigentlich jeden die Plattform bieten, sich darüber zu informieren, was die Ingenieure sich bei dem Produkt gedacht haben, für welche Zielgruppe es ist. Traumjob, oder? Das ist der beste Job. Ja. Und das ist meiner. Ja. Geil, oder? Absolut. Mit was für Schlägern spielst du? Ich habe tatsächlich ein Triple Play. Das heißt, ich habe vom Apex in den langen Eisen den DCB, also den, der am meisten unterstützt mit der breiten Sohle und der den Ball schön in die Luft bringt. In der Mitte die Standard-Apex-Eisen und untenrum dann die Pro.
wo ich dann das Gefühl und die Kontrolle und den Touch haben möchte. Hast du die Paradigm mal gespielt? Na klar, habe ich die gespielt. Das ist schon geil auch, ne? Beim Driver habe ich natürlich Paradigm, keine Frage. Keine Frage. Triple keine Diamond. Frage. Muss ich jetzt lochen? Caddy, was mache ich? Ist zu weit links. Weit links und zu weit. Ach cool, ja, vielen Dank. Wolfgang kennt ihr übrigens auch noch. Ich habe nämlich Zuwachs bekommen. Wir haben Zuwachs bekommen. Ja, gut Golf. Der Stefan hat einen Touch, du Lecco mio. Du hast gesagt, Putten ist deine Paradedisziplin. Ich habe das noch eigentlich im Ohr. Ja, eigentlich ja. You know, good golf. It's the English one and the German one is good golf. Good golf. Great, it's good golf. And before you start playing golf, usually you say in Germany, I wish you a great game. And my idea is... Golf. Yeah, my idea is to say good golf. So, Hot Song. No, just for you, okay? Smash that. Smash that. Yeah! No! B! Cut! Cut! No, B! Scheiße! Scheiße! Oh, yeah! Looks good, yeah. Oh, yeah! Great! Oh, yeah! Nice, Stefan! Ah, here we go! Nice. Come on. Slowly improving. Come on, the thank you. Der war gar nicht verkehrt, ne? Ah. Yes, nice one. Pärchenfaust. We say in Germany. Pärchenfaust. Pärchenfaust. Yeah, great. Yes. So easy, huh? Nice. Yeah. Sechser Eisen, einfach mal. Hatong, may I ask you, why don't you put a tee under the ball? We're saving you never... the planet. Oh, yeah. I see. We're saving, saving the planet. Saving the trees. I see. Yeah. Yeah. Go, go, go. Go, go. Oh, no. Oh, yeah. Nice, nice. Still sad about my first try. Vielleicht steckt er da, der steckt da im Dings drin, kann das sein? Ja. Yeah. Yeah. Maybe you can play from there. Yeah. But you wouldn't play from there during the tournament if it lies on the on oh, the I will. Yeah? I will. Yeah. It depends on the lie. Yeah, das ist er. Nach so einem Prime lohnt sich hier das Angeln. Pro V1X, Pro V1. Prof 1X. Er hat 10 Euro hier rausgefischt. How often did you play this course? Well, I played last year, played 7 rounds, 6 rounds golf. Uh-huh. So 2 before and then the 4 tournament rounds. Yeah, probably mm-hmm. not even 2, probably 1 uh-huh. and a half. Oh, and that's the second time then here in Munich. Yeah. And how hard is it for you to forget these shots? So bad shots, to be a goldfish? Well, like John Rahm said, you just have to accept that. Nice. No. No. Ja, der ist gut. Zum Igel. Das ist der Igelputt. Oh, schade. Geht das bergab? Das geht bergab, ja. Bergab und fällt so ein bisschen von rechts nach links, gell? Genau. You need some advice. Yeah, what would you say? I say more straight, center right. Center right, ja. Yeah. Das gibt's doch nicht! Stefan, ja. Schnelles Interview nach 9. Ja. Was sagst du? Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein komisches Format. Ich komme nicht so wirklich in den Rhythmus, weil man ja ständig aufhebt. Und meine Zusammenfassung ist, dass die Schläge alle eigentlich ganz gut sind, aber es sind völlig ungewohnte Längen ins Grün. Also 200 Meter ins Grün zu schlagen, ist man nicht mehr gewohnt irgendwie. Ja. Ne? Und dann musst du gleich irgendwie langes Eisen auspacken, um dahin zu kommen. Oder auch die paar Dreilöcher, die waren alle jetzt irgendwie mit Wasser und so. Das ist alles optisch schon ein bisschen furchteinflößend, sage ich mal. Was sagst du mit Zuschauern? Macht dir das was aus? Oder?
Die ersten drei Loch war es fürchterlich. Schon, ne? Ja, ja, aber ich sehe das mittlerweile gar nicht mehr. Das ist witzig, man entwickelt jetzt da so ein bisschen so ein... Ja. Nee, war schon jetzt eine wirklich lustige Runde, eine schöne Interaktion auch mit ihm. Ja. Ne, dass er sich nicht so zurückzieht und sein eigenes Ding macht, sondern uns ein bisschen mitnimmt. Did you already try Bavarian beer? Not yet. You need to try it. Bavarian beer is the best. Yeah. Super. 90. So. Sebastian. Ja. Länger als der Pro. Fairway getroffen. Yeah. Ja. Das ist besser. Komm, go, go. Kriegt einen guten Bounce. Bravo. Ist okay. Und Bounce. Bounce. Ja. Ja, das ist schön. Mach. Immer wenn wir hier noch spielen, übt Hao Tong und sein Caddy legt immer ihr Handy dahin. Und da muss er mal hinspielen. Lustig. Yes! Ja. Yes! Da sind wir. Jetzt sind wir auf dem Birdie Train. Stefan, celebrate! Ja, der ist wieder ein bisschen links. Bitte in die Kamera, versprichst du uns jetzt mal, dass wir mal eine Runde gehen. Weil dann kommt er uns nicht mehr aus. Ich freue mich schon, ne? Aber wir brauchen auch einen besonderen Golfplatz dann. Ja, auf jeden Fall. Ich komme zu dir. Ich komme nach NRW. Ja. Zu Stefan. Und Stefan ist dann dein Caddy. Ich bin nicht Caddy, ich will mitspielen. Du bist mit mir, du spielst mit. Ist ein Player. Okay. Im Player. Ja, komm, klar, dann machen wir ein schönes Matchplay zu dritt. Ja. So eine schöne Gaudi-Runde und es geht um irgendwas. Das wäre natürlich mal für die Geschichte. Wir lesen jetzt zu dritt. Doch, 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 komm. Jetzt machst du den sicher rein und hast einen Birdie. Großartig, yes. Super, Stefan. Vielen Dank. Vielen Dank. Unser Flightretter. Schön. Der liegt an dem anderen Abschlag. Oh ja, bisschen links. Sehr schöner Schuss, ja. Sehe ich ihn nicht mehr. Da links an dem Hügel. Ja. Schön, Stefan. Ja, zumindest schon mal einer da vorne. Ja. Der ist geil. Dreh noch ein bisschen, wenn er ein bisschen reindreht. Der liegt am Stock. Geh, geh. Schön, Stefan. Come on, come on, komm, komm. Ja, yes. Yes. Danke, thank you. Gut. Is it electric? Yeah, it's electric. Is it? Yeah, it's nice, huh? It's like like a motorcycle. Yes! Yes! Sau stark! Ausgeholt! Da sind die Stefans, wenn man sie braucht. Celebrate, Jen! We're scoring every hole! Yes! Juliane, super Golfspielerin, spielt nächste Woche die Deutschen mit. 2 Wochen European mit am Championship. Und? Wir auch mal sagen. Juliane und ich spielen bald meine Runde hier. Auf gut Golf, ne? Hast du gesagt? Ja. Machen wir. Nummern ausgetauscht. Und was hast du da jetzt für ein Glukose-Dings? CGM, Continuous Glucose Monitoring, um zu sehen, ja, wie Ernährung auf dem Platz den Blutzuckerspiegel beeinflusst, damit man eben schaut, dass man einen konstanten Spiegel über die ganze Runde hat und keinen Konzentrationstief, Leistungstief und so weiter. Du bist nämlich auch Ernährungsberaterin, ne, im Golfbereich? Genau, ich bin Golf Nutritionist, 10 Jahre Ernährung studiert, mache meinen Doktor an der Uni in Personalized Nutrition. Ziemlich spannend, ne? Bald gibt es ein Video mit Juliane. Ich freue mich total drauf, also bleib da auf jeden Fall dran. Gut Golf, Juliane. Ah, bounce blöd. Auch gut. Four is in. Birdie. Must be net 3. Net 3 is great.
Oh yeah. Oh no. Hey, super. Oh, nice yeah. Shot. Go. Schau, jetzt kannst du den machen, weil ich bin diesmal raus. Dann passt das wieder. Ja. All net free, Sebastian. Ja. Was willst du denn golfmäßig noch schaffen? Hast du so ein Ziel? Ich habe tatsächlich schon Clubmeister gewonnen, obwohl ich ja eigentlich ein eher mit 12 ein eher hohes Handicap habe. Und ich habe tatsächlich schon Hole-in-One gespielt, aber ich hatte noch nie ein Handicap unter 10. Also ich müsste mich eigentlich mal anstrengen und mal sagen, weißt du was, nächste Ziel ist einfach mal irgendwie einen 8, 9, irgendwie sowas zu haben, weil das wäre doch nochmal cool. Ja. Ich habe bei Callaway angefangen und da hat der Kollege damals zu mir gesagt, Stefan, nur damit du Bescheid weißt, aus deiner 10,2, die hatte ich damals, wird keine Einstelligkeit, weil jetzt musst du arbeiten. Und ich sage, bist du bescheuert? Ich fange in der Golfindustrie an. Ja, und genau ist es gekommen. Das Handicap ging hoch auf 13, jetzt ist wieder runter auf 12. Oh yeah! Yes! Leichter Fade, aber Licht. Ja. Hui! Ruhe? No. No? Ja. Ja. Ist gut. Gut. Our tongue is my caddy. Wait! Watch out! All right. Do you like pro-ams? Be serious. Or is it exhausting for you? And could be bad. Could be good. It's an internet. Be careful. Oh. It's such a wonderful thing to give us the opportunity to meet new friends. Yeah. Nochmal Hao Tong Li ausgedrived. Yes. Aber er schlägt auch von weiter hinten ab. Und das ist normalerweise da, wo ich auch abschlage. Deswegen für mich war der Platz halt auch ein bisschen anders. Get in the hole! So close. My pleasure. Thank you so much. Thank you. Great to get to know you. Thanks yeah, for the yeah, for nice. The game. Thank you very much for having us. Thank you. Take Thank care. You. Enjoy. All the best for the tournament. Thank you. Enjoy. Stefan. Partner, vielen Dank. Dankeschön, hat Spaß gemacht. Super war das. Das waren 18 Loch. Wir zwei Amateure. Ja. Animateure. Wir haben uns, ich finde, wir haben uns ganz vernünftig geschlagen. Also es ist ja keiner der leichtesten Plätze hier, die man hier so hat. Es ist rough, was man von zu Hause nicht kennt. Es ist wirklich wie eine Bürste und selbst wenn der Ball drin liegt, wir haben teilweise Gas gegeben und waren trotzdem kurz. Es hat was von Glasplatte, oder? Absolut. Es rennt und rennt das und ist rennt. Krass. Es ist also ich meine, ich kenne den Platz, ich spiele ihn häufig genug und die Grüns sind immer schnell. Aber heute waren sie noch mal 2-3 Stimp schneller. Also das hat locker 12-13 Stimp hier, würde ich sagen. Also ja, aber schon beeindruckend. Das war ein großartiges Erlebnis. Ja, absolut. Und schön, dass wir es zusammen gemacht haben. Total, Stefan. Vielen Dank. Schön, dass wir in einem Flight waren. Ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen was mitnehmen können. Ihr könnt kommentieren, ihr könnt ein Abo da lassen. Wir verlosen auch immer wieder Callaway-Fittings, der Mittelfinger, der legendäre Ball heute hier von Stefan. Ciao, gut Golf. Danke, gut Golf.